Hey ho, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute das erste kleine Video in meiner kleinen bescheidenen Küche. Und was gibt es? Es gibt Leona paniert. Ja, und dazu ein klein bisschen Blumenkohl. Ich mache mir aber bloß eine klitzekleine Portion, weil später mache ich heute nochmal ein Video. Und das wird ein geiler Spießbraten am Spieß. Jawohl, ihr habt es richtig gehört. Ich habe mir auch schon weitere Sachen zugelegt und das seht ihr dann im nächsten Video. Aber jetzt, ey, der ist von der Grillshow und habe ich noch was ganz was Wichtiges da hinten zum Erledigen. Da dürft ihr zuschauen. Thema erledigt, endlich Ruhe. Tja, das ist ja nun meine Miniküche. Muss ausreichen, wird auch ausreichen. Ich fühle mich hier echt schon wohl mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen. Tja, und regt euch jetzt nicht auf, dass das Ding noch da hinten schmuddelig ist. Den habe ich bloß einmal mit einem gescheiten Reiniger drüber, aber den Kamin werde ich noch komplett schön aufpolieren, dass das Ding auch wieder sauber aussieht. Ja, ich habe noch nicht alles hier fertig. Ich habe noch jede Menge Arbeit. Aber nichtsdestotrotz geht es jetzt wieder los mit den Videos. Und zuallererst, ja, Zutaten. Hier hinten sieht man sogar, habe ich schon die Pfanne stehen mit Butterschmalz. Hier habe ich Buckle Bacon geschmissen, den geschnittenen. Den werde ich jetzt kurz anrösten und dann kommt so Rosenkohl mit Maronen, kommt ein klein bisschen rein, dass ich was zum dazu essen habe. Ja, und dann gucken wir hier runter auf meine kleine feine Theke. Das gefällt mir mal richtig gut und ja, weiter geht's. Hier habe ich wieder so eine geile Leona von Schröder. Hier habe ich drei Teller. Ich habe noch nichts anderes, wo ich das Zeug drin panieren könnte. Ein Panko-Mehl. Normales Mehl. Und tja Leute, dann würde ich sagen, legen wir los. Werden wir groß. Obwohl ich ja das Video jetzt nachher dann gleich nochmal unterbrechen werde. Für einen klitzekleinen Livestream. Ja, die Livestreams gehen im Moment noch weiter. Wird sich aber bald legen. Dann kommen bloß noch Streams, die Feierabendstreams. Also ich brauche jetzt wirklich nicht viel zum Essen. Wie gesagt, später gibt es ja noch was. Na. So, die tun wir gleich wieder in den Kühlschrank rein. Da überlege ich mir auch noch was Schönes. Dann tun wir die hier erst einmal schälen. Also das war so eine Idee von mir. Warum sollte man Leona nicht auch panieren können? Da schneiden wir uns hier so schöne Scheiben runter. Schmeckt geil. Ja, und 1, 2, 3, 4, 5, 6 Scheibchen, die tun wir uns jetzt gleich nachher panieren. Mhm. Bin ich jetzt echt am Überlegen, wie ich das am geschicktesten mache. Ja, kriege ich hin, machen wir gleich. Wir sehen uns, ja, im Prinzip Cut und bin wieder da. So, ein klein wenig weiter vorbereitet. Hinter mir brodelt schon der Bacon, da haue ich jetzt noch den Blumenkohl mit den Maronen mit hinzu. Da kommt nachher bloß noch ein bisschen Salz drüber und gut ist. Hier fange ich jetzt ganz einfach an, die Dinger ein bisschen einzumehlen.
Und nein, ich brauche keine Handschuhe anziehen. Ich mache das ganz allein für mich. Naja, wenn es überhaupt funktioniert so, dann können wir die einfach ins Ei reinschmeißen und fertig. Ja, ich bin da rigoros. Und das Ganze machen wir ja eh zweimal, damit wir eine schöne dicke Panade hinkriegen. Dann hauen wir uns in das Tellerchen gleich das Panko-Mehl rein. Ich hoffe wirklich, dass die Panade hält. Mache ich jetzt, ja, die lege ich mal dabei darüber. Und jetzt mache ich das Ganze Scheibe für Scheibe nochmal. Und dann schauen wir mal, wie dick unsere Panade ist am Ende. Und was wir da drin umrühren. Ich schmeiße hier alles runter, blöd mit der Hennecke. Bacon und Blumenkohl muss noch ein bisschen vor sich hinschmurgeln. Ja, ein bisschen aufgeregt bin ich halt hier, Herrin. Jetzt beim allerersten Video, den gebe ich auch ganz offen und ehrlich zu. Wäre schlimm, wenn nicht. So. Nochmal schön panieren. Ja. Dann kann ich im Prinzip gleich die Pfanne hochschalten. Also eine Hausmaus wird es mit Sicherheit besser machen, aber ich denke, das können wir so lassen. Gut. Und dann, Leute, hole ich euch mit direkt am Herd. So, schauen wir mal, was das Zeug da hinten macht. Oh ja, es wird. Ich habe leider die falsche Platte hochgeschalten gehabt. Ja, Anfängerfehler. Und Freunde, Leute, das Ganze kann man auch wunderbar auf den Grill umsetzen, wenn man eine gusseiserne auf den Grill stellt. So einfach ist es. Jawohl. Man könnte noch Abwechslung vom Geschmack reinbringen, wenn man mit diversen Barbecue-Gewürzen die einzelnen Scheiben würzt. Habe ich weggelassen. Wollte ich jetzt nicht, weil, wie gesagt, erster Test. Funktioniert sowas überhaupt? Und wir werden es ja nachher gleich sehen. So, da habe ich auf 1 runtergeschalten, aber nichtsdestotrotz. Sieht ganz gut aus. Meine klitzekleine Beilage. Und so brate ich die jetzt raus, beidseitig. Wenn sie soweit fertig sind, ja, dann hole ich euch wieder hinzu. So, meine Lieben, und mittlerweile weiß ich auch, wie das Video heißen wird. Leona in Knusperpanade. Hört sich doch geil an, oder? So, und jetzt habe ich mal noch das Gemüse drauf. Und dann sehen wir uns direkt hier nebendran an der Theke zum Probiererle. Ja, hier haben wir jetzt mein Tellerchen und ich schneide mir hier jetzt gleich einmal eins auseinander und na, da ist die Cam. Ich denke, das sieht ganz gelungen aus. Und genau das schiebe ich mir jetzt in Heißnei und danach noch einen Rosenkohl. Ja. Leona im Knusperteig. Mhm. Kommt geil. Hey, das kommt richtig geil. Und wie gesagt, man kann noch einen anderen Geschmack dran bekommen,
wenn man eben die Panade noch mit ein paar Gewürzen mischt oder so, würde ich jetzt in dem Falle sogar noch empfehlen. Ich werde mir noch ein bisschen Salz auf die Panade draufhauen. Aber das war ja jetzt erst einmal der erste Versuch, wie sowas funktioniert. Rosenkohl mit Maronen und Bacon. Sehr geil. Ja, ein bisschen Salz noch drüber und gut ist. Ja, Freunde, das war's mit dem allerersten Video aus meiner Küche. Bloß ein kleiner Happen für mich jetzt mittags zum Essen. Ich hab's angekündigt, ich hab's durchgezogen und wie gesagt, ich habe ein schönes Stück Fleisch geholt beim Metzger. Und dann geht später mit dem Videodreh hier weiter. Aber ich gehe jetzt hinter auf meine blaue Couch und tu essen. Tschaikowski, wir sehen uns.